Jo, falls ihr denkt, das ist ein bisschen dunkel hier, das liegt ganz einfach daran, dass ich eine Mod installiert habe, die das ganze Beleuchtungsgedöns so ein bisschen fixt. Entsprechend dunkel sieht das jetzt hier im Keller natürlich auch aus. Der war ja eh so ein bisschen komisch verwackt mit dem ganzen Licht und Nicht-Licht und Schatten und hast du nicht gesehen. Ja, das ist jetzt in Ordnung. Es ist halt eben noch nicht weiter ausgebaut. Dann, ich habe ein bisschen weiter gebaut, hier erstmal einen schönen Weg hoch gemacht und ich habe mir dann noch mal eine Mod installiert für die Farmgeschichten und habe das dann natürlich auch gleich mal so ein bisschen eskalieren lassen wieder, ne? Weil mache ich halt so. So, hier ist ordentlich Zeug angebaut. Was war das denn noch mal alles? Das waren, glaube ich, die Kartoffeln. Ja, genau, das waren die Kartoffeln. Dann haben wir hier müssen Tomaten sein. Na komm. Zack. Äppel? Nein. Wollte gerade sagen, hier, Tomaten. Da ist jetzt nur eine rausgekommen. Ich glaube, das war Zufall. Da kommen dann auch immer mal ein paar mehr raus, wenn die dann voll ausgewachsen sind. Die kann man auch essen. Bringt für den Hunger, für die Hungerleiste nicht so ganz viel. Dann hier Kürbisse. Das erkennt man, glaube ich, wenn man die abbaut. Bekommt man solche Kürbisstückchen raus. Die kann man auch pflanzen und essen. Hat aber auch auf den Hunger, glaube ich, keinen Einfluss gehabt. Hier war auch noch irgendwas. Das hatte ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was das war. Das Problem ist, wenn ich die jetzt abbaue, dann ja, verschwinden die und ich kriege da nichts für. Hier ist klar, das ist Baumwolle. Ne, die kennt man. Da gibt es dann Fäden draus und Baumwollsamen draus und die kann man auch wieder einpflanzen. So, dann haben wir hier schön lecker Rhabarber. Den kann man auch abbauen. Hat man dann hier schön Rhabarber. Kann man auch essen. Dann hier, ich glaube, das ist noch nicht fertig, aber das ist die einzige Pflanze, die ich habe. Die lasse ich erstmal so. Habe mir jetzt nicht gemerkt, was das war. Irgendwas Leckeres. So, hier haben wir Mais. Und da kriegt man dann Mais, Kolben und eben. Ja, die kann man auch wieder einpflanzen. Ich glaube, essen kommt man die auch direkt. Ne? Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. Ich glaube, da kann man bestimmt auch irgendwie Popcorn oder sowas draus machen. Wäre auf jeden Fall cool. So, haben wir hier Blaubeeren. Ja, die kann man genauso essen und einpflanzen. Und hier, ja, den Weizen, das kennt man ja. Ne? Hier habe ich die Kisten jetzt mal hingebaut und das Ganze so ein bisschen hier mit Design und so. Ja, hier sind Kaffeebohnen übrigens. Ja, da bekommt man dann Kaffeebohnen draus und die kann man auch wieder anpflanzen. Kann man aber nicht essen. Ich glaube, da kann man dann Kaffee draus kochen. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Dann laufen jetzt hier ein paar Viecher rum. Wieso frisst du denn hier den Boden? Ja. Ja, also Mops und Mindtest, das ist so eine Sache für sich. Also ist halt alles nicht so geil. Aber gut, das ist egal. Es funktioniert im großen Teil. Hier die Eier, das nervt so ein bisschen, aber das ist auch nicht weiter tragisch. Was passiert, wenn man rumläuft oder weit rumläuft oder an irgendeine Stelle kommt, wo irgendwas passiert? Ich weiß es leider nicht. Stürzt diese Mod ab und zieht das ganze Spiel mit in den Keller. Woran das liegt, ja, keine Ahnung. Da sind wir gerade so dabei, das so ein bisschen zu erörtern. Ist aber auch leider eben nicht reproduzierbar. Das heißt letztendlich, ja, es ist halt wie es ist, ne? Würde sagen, wir gehen hier erstmal so ein bisschen ernten. So richtig einen Plan habe ich nicht. Oh, mal wieder, du Idiot, Alter. Wieso hast du keinen Plan? Mach doch mal was. Ja. Weil ist so, Plan habe ich keinen. Ich habe nur ein bisschen rumgespielt mit den Mods, habe so ein bisschen rumprobiert und dabei ist mir halt aufgefallen, dass das so ein bisschen abstürzt. Dann, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Der Meldrian, der Gute, der mich zu Mindtest gebracht hat. Liebe Grüße, by the way. Hört so ein bisschen auf mit seinem regelmäßigen Mindtest-Let's Play. Warum und wieso und weshalb, das, ja, ich verlinke es einfach mal. Guckt es euch an. Und von daher. Wollte nur kurz sagen, ist angekommen. Danke für die Info.
Nein. Also letztendlich, ja, muss mal gucken. Ein Spitzhacke-Verschwender bin ich aber nicht. Das will ich überhört haben. So. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, ich habe nichts zu erzählen. Ich baue hier einfach ein bisschen ab. Was wir natürlich machen könnten, wenn ich hier gleich mal fertig bin mit dem Bauen, wir könnten mal gucken, den anderen Vorschlag von Oliver, den könnten wir mal umsetzen. Wir könnten mal ein Klo bauen. Na, dazu muss man natürlich erstmal das Zeug hier weglegen. Ach nee, da muss man erst zu Mehl verarbeiten. Und dann kann man es. Wie war das denn noch so? 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 Nee, so. So war's. Kann man zu Mehl verarbeiten und dann kann man daraus Brot backen. Richtig geil wäre natürlich, wenn man die Eier noch irgendwie dazu mischen müsste und so anderes Zeug machen könnte, aber gut, dann kann man das auch so direkt backen. Einfach nur ein bisschen Mehl in den Ofen und schon kriegt man lecker Brot. Na, man sieht's hier, das braucht eine Weile länger als die anderen Sachen. Dafür gibt's dann eben auch lecker Brot raus und das füllt auch tatsächlich die Hungerleiste wieder auf. Ne? Gut, fürs Klo, was brauchen wir fürs Klo? Da. Toilette, dann schauen wir doch mal. Da brauchen wir. Drei, 3.003. Was? Was? Hallo? 2.000. Ah ne, es ist Punkt, ne? Es ist 3, irgendwas immer. Was auch immer das ist. Building Blocks Marvel, okay. Wie komme ich denn jetzt an das Scheißhaus dran? Marvel brauche ich und vollen und einen leeren Eimer. Moment, das muss hier, dann Bookmarks und zack und zack und zack und zack. Aha. Ah ja. Nö, ist klar. Ah, okay. Clay und Tar. Tar kriege ich nochmal, indem ich irgendwas brenne, ne? So. Ja, 11 verschiedene. Ja, zeig doch mal das Wichtige. Tar Base. Das kann man auch irgendwas anderes nutzen. Also wie ist denn jetzt hier das? Was zur Hölle? Ich verstehe es nicht. Gravel brennen. Na gut, Gravel brennen, das kriege ich wahrscheinlich gerade noch hin. Aber ich gehe mal rüber ins andere Haus. Uiuiuiui. So. Zack, zack. Gut, Zeug dabei habe ich natürlich keins weiter. Gravel brennen kann ich. Könnte ich rein theoretisch. Kurz mal ein Stückchen Kohle machen. Zack. Oder ein bisschen mehr sogar. So, Gravel brennen kann ich, wie gesagt. Ta, okay. Wie ging das dann weiter? Da. Toilette. Das ist noch nicht optimal. So. Gut, dann müsste das. War das das Tarnen brennen oder was war das, ne? Tar und Clay. Aber wieso sieht das unterschiedlich aus, das Tar?
Erstmal hier Tar. Okay. Jetzt brauche ich Clay. Clay, 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 Clay. 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 Nein, kein Clay. Gut, dann muss ich erstmal Clay holen. Da wird mir jetzt auch wieder ein genauso schlechtes Wortspiel einfallen wie mit Keys. Da ist übrigens keiner drauf gekommen. Ja. Ich gebe noch einen Tipp. Musik. So. Das sollte nicht mehr allzu schwer sein inzwischen. So. Zack. Man sieht's, ich habe das Clay so ein bisschen angepasst. Es hat nicht mehr diesen komischen Blöbbel und es sieht nicht aus wie Sand. Also, so ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Na, kriege ich alles? Kriege ich alles, bevor ich am Verrecken bin? So. Uiuiuiui, dann schnell wieder zurück. Schnell wieder zurück hier. Eieiei. So. Das Wortspiel mit Kies, da bin ich übrigens nicht der Erste, der drauf gekommen ist. Das hilft vielleicht auch noch. Jetzt muss ich da Dinger draus machen, ne? So? Nein? So, okay. Da brauche ich doch wahrscheinlich auch ein paar mehr von. Fünf müssten reichen, oder? Genau, fünf davon, fünf davon. Nee. Jetzt hätte ich mir das natürlich nicht gemerkt. Doch, ich fange da an, das war richtig. Zack, 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 zack. Ta, warum auch immer der andersfarbig ist. Und es geht natürlich nicht, weil. Das war das mit diesen 11 Rezepten, ne? Ja, das geht nicht, weil. What? Also irgendwie, was zur Hölle? Ich will doch nur wissen, wie ich da aus diesem Zeug das Zeug machen kann. Tarbase brennen. Okay, wo kriege ich denn jetzt diese Tarbase her? So. Gravel und Qu Ernsthaft? Ich hab doch nur gerade. Ach ey, das ist doch. Wieso heißen die Nodes gleich? Was soll das denn? So, Kohle habe ich hier noch. Damit geht das wahrscheinlich nicht. Ja, gleich mal ausprobieren. Jetzt brauche ich wieder Gravel, ne? So. Ich glaube, hier unten war noch welches. Ist übrigens immer noch nicht in Ordnung gebracht. Ich weiß aber auch nicht, welche Mod das ist, die das gemacht hatte. So. Das, warum auch immer. Das Zeug hier, warum auch immer. So und so. Und es geht natürlich nicht. Jetzt brauche ich die normale Kohle, okay. Ich glaube, da hatte ich hier noch, das war normale Kohle, oder? Das war auch Charcoal. Ich habe keine normale Kohle, Freunde. Muss ich hier wirklich auf Kohlesuche gehen, oder was? Mal hier unten, da ist doch bestimmt. Da ist doch bestimmt. Na, hier ist nicht. Aber hier ist, ne? Hier ist doch schön. Ach, guck mal, da ist sogar Kohle. Zack. Erstmal ein Schlückchen Kakao trinken. Ich habe so ein bisschen Kratzen im Hals heute. Also, hier ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das war noch ein Tipp für das, ach, so tolle Wortspiel, wo ich dachte, ich wäre der Erste. So, das reicht jetzt aber mit Tipps.
Ich mache erstmal so ein bisschen Tar. So. Gut, dann habe ich natürlich viel zu wenig davon. Das heißt, ich brauche noch mehr. Das heißt, ich brauche Gravel. Na sowas, hier ist ja sogar schon welcher. So, dann haben wir hier noch ein bisschen. Ich hoffe, das reicht jetzt für das Scheißhaus hier. Also jetzt ist mal langsam. So, Gravel. Coal. So gut, das müsste jetzt aber wirklich mal ausreichend sein. Und das Zeug, das brenne ich jetzt wahrscheinlich wieder, ne? Das war doch richtig so. Miau. 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 Was mache ich denn da? Hier wollte ich hin. So. Rein damit. Und rein damit. Ah, das andere Scheißzeug, das schmeiße ich dann gleich mal eben weg, ne? Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Komm, was soll's? Weg damit, weg damit. So. So, weg damit. Gut, okay. Dann war es angeordnet im Schachbrettmuster, ne? Ja. Ah, okay. Ja. Da wollte ich hin. Genau, Schachbrettmuster mit Clay und Tar. Da, 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 da. Und. Da kriege ich ganze zwei Blöcke draus, oder was? Ach, da gibt's gleich ein paar mehr für, okay. So. Na komm. Ah, ein voller und ein leerer Eimer. Das heißt, ich brauche drei davon. So, ein leerer Eimer. Das dahin und ein voller Eimer. So. Eine Toilette. So, Häppchen essen. Schlückchen trinken. So, gleich wieder auffüllen, ne? Heute ist der Ton auch irgendwie ein bisschen leiser. Gut, ich spreche nun auch ein bisschen leiser heute als so die letzten paar Folgen. Ne, hier war eingerichtet. Wollte ich hier nicht auch ein Klo einbauen? Das ist ein bisschen groß für ein Klo, ne? Ja, also wie gesagt, heute ist ein bisschen ruhiger die Folge. Hier kommt ein Klo rein. Da muss ich hier noch gucken, dass wir hier einen vernünftigen Boden reinsetzen. Ein Klo. Da haben wir ein Klo. So. Ja, schön. Gut, neben dem Klo brauchen wir natürlich noch ein Waschbecken. Und ein Waschbecken ist wahrscheinlich auch wieder mit Zeug. Marble. Da könnte ich drauf wetten. Erstmal eine Klorolle machen noch, ne? So. Klorolle ist Wood, Stick und Paper. Gut, das denke ich, sollte ich hinbekommen. Genau, Paper außen rum, Wood und Stick. Erstmal Paper machen. Hey, erstmal Papers. So, zack. Hier gleich ein bisschen. Habe ich noch? Habe ich nicht. Muss ich machen. So. Dahin, dahin und machen wir gleich ein paar mehr. Was soll's? So, machen wir gleich mal drei Klorollen. Ich werde ja nicht nur ein Klo bauen, sondern noch weitere. So, da haben wir nämlich hier schon mal. Da. Hier daneben? Ja, hier daneben. Guck, und schon kannst du kacken hier. Da freut sogar sich ja scharf. So, erstmal. Ah,
Das war gut. So, Papier. Abwischen. So. Und abgespielt ist auch schon. Gut, jetzt kann ich mir natürlich nicht die Flossen waschen und muss mit dreckigen Flossen weiterbauen. Aber das sollte nicht mehr allzu lange dauern, weil wir jetzt natürlich einmal kurz ein Waschbecken bauen. So wahrscheinlich. Genau. Man sieht übrigens, die Schriftart ist ein bisschen eine andere. Ich hatte die einfach mal ein bisschen geändert. Ab und an ist ja noch ein bisschen Abwechslung mal auch ganz fein. So, Marbel und ein leerer Eimer. Marbel habe ich noch. Die beiden Eimer sind jetzt fürs Klo draufgegangen. Okay, wollen wir einen neuen Eimer machen. Mit dreien. So, 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 so. Dahin, dahin, dahin. Das sieht ja auch heiß aus in der Hand. Hier mal direkt daneben, ne? Ach, das ist ja süß klein. Ach, das ist ja putzig. Oh. Gut, hier fehlt noch ein Wasserhahn. Stimmt überhaupt, ne? Wasserhahn brauchen wir ja auch noch. Das müsste sein. Tab? Tab. Ist aber gleich so groß. Ist wahrscheinlich eher für so eine Badewanne, oder? Gut, und dann ist nämlich die Folge, wenn das Ding fertig ist, nämlich auch schon wieder rum, da sind die 25 Minuten nämlich schon wieder voll. Ja, diese Folge ist ein bisschen entspannter gewesen, glaube ich. Gut, so, haben wir hier noch ein Wasserhähnchen. Wasserhähnchen. Oh, schön mit Pommes. So. Ja, pff, geht. Denkt, das ist okay. Kann man da auch was machen? Nö. So, jetzt müsste hier rein theoretisch noch ein Spiegel drüber, aber da hier nun schon der Wasserhahn hängt, geht das wahrscheinlich so oder so nicht. Außerdem kommt man sich in dem Spiegel eh nicht sehen. Was könnte denn hier jetzt noch rein? Hier müsste noch irgendwie so eine Trennwand vor, dass nicht jeder, der hier reinlatscht, irgendwie in die Klokabine gucken kann. So, so, so. So, und hier davor. So. So, so und so. Dann müssen sie gedreht werden. So. Ja, so. Dab, 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 dab. Und dab. Da, da. So müsste hier natürlich auch noch einer rein sein. So. Und dam, 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 dam. Und schon haben wir hier eine kleine Scheißhauskabine. Ja, hier geht natürlich noch eine Tür rein und dann sollte das auch fertig sein, soweit. Dam, da, dam. Mit Sichtfenster? Och komm. Scheißegal. Scheißegal, Wortspiel. So. So, also, Scheißhauskabine ist fertig. Ist in Ordnung. Also hier hat man dann, kann man in Ruhe sein Häufchen machen. Ah, hier draußen könnte man natürlich auch noch irgendwie was reinbauen. Oder Waschbecken oder sowas nach draußen verlagern. Weil hier ist natürlich schön, jetzt ist alles hier drin irgendwie gemeinsam und abgespült. Licht müsste hier noch rein. Da sollten wir natürlich kein offenes Feuer machen. Ich glaube, das ist nicht so gut auf dem Scheißhaus. Man weiß ja nie, was Leute für Ausdünstung von sich geben. Gut, erstmal Schlückchen trinken, haben wir Essen und dann war es das nämlich erstmal wieder. Zack. Ich sollte die Folge vielleicht nicht auf dem Klo beenden. Waren die jetzt zu? Zu? Tür? Zu? Zu. So. Hier auch zu. Also, einmal nach draußen. Ah ja, bezüglich Logo und so, da habe ich noch nichts weiter gemacht.
Was kommt da denn auf mich zu? Hallo, mein Freund. Wer bist du denn? Uah. Du Baum. Ja. Also das ist Teil der Mobs-Mod, die da ab und an wohl mal ein bisschen abstürzt. Was sie nun ganz gnädigerweise während der Aufnahme nicht gemacht hat. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal wird sie das Problem auch gelöst haben. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Meldrian für das Heranführen an meinen Test. Und bis nächste Woche. Tschö!